Guten Tag, liebe Zuschauer zu Polysemia for Dummies. Sozusagen zum Fest des Herrn machen wir unseren Guckern gerne das Geschenk der Erkenntnis. Es kam immer wieder dazu, dass einzelne Gags nicht verstanden wurden. Schauen wir uns doch ein paar davon einmal genauer an. So, wir begrüßen Sie heute wieder ganz herzlich auf dem roten Teppich. Und da haben wir auch schon unseren ersten Promi, der Mörder von Martin Luther King, James Earl Ray. Ja, aber mit dem Outfit hat er diesmal aber nicht den Schwarze getroffen. Wie bereits im Mittelteil dieser humoristischen Einlage verraten wurde, handelt es sich bei dem erwähnten James Earl Ray um den Attentäter, welcher im April 1968 den US-amerikanischen Baptistenpriester und Bürgerrechtler Martin Luther King ermordete. Die hier verwendete Pointe, dass James Earl Ray dieses Mal mit seinem Outfit nicht ins Schwarze getroffen habe, bezieht sich hierbei natürlich auf die schwarze Hautfarbe des Martin Luther King und stellt einen ganz üblen und in gewisser Weise rassistischen Scherz dar, der aber ganz schön lustig ist. Ey, this is not your Bowle. This is my Bowle. Bei diesem Wortspiel könnten anglophobe Naturen durchaus ein Problem haben. So wie alle, die am 1. Mai noch keine Waldmeisterbowle getrunken haben. Ihre humoristische Durchschlagskraft bezieht diese Pointe natürlich aus der phonetischen Verwandtschaft des englischen Wortes my, zu Deutsch mein oder meine, und des deutschen Wortes für den 5. Monat des Jahres. Was für ein Spaß. Kümmerling, Kümmerling, ja, die la 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 la, Kümmerling, Kümmerling, Kümmerling. Ein kleiner Einspieler, der bei vielen für Verwirrung gesorgt hat. Ganz besonders bei denjenigen, die noch fernab der Adoleszenz vor sich herumdümpeln und deshalb keinen Schnaps trinken dürfen. All jene, die zwar mit dem beliebten Kräuterlikör vertraut sind, die Gag aber doch nicht verstanden haben, ist scheinbar unbekannt, dass man in einigen deutschen Regionen einen kleinen oder schmächtigen Menschen als Kümmerling bezeichnet. Dieses Wort leitet sich natürlich von dem Adjektiv kümmerlich ab. Da muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Tja, laut der Tracklist der ersten Polysemia-Staffel heißt dieser wunderbare Gag ganz einfach ohne Worte. Diejenigen, die sich Torbens merkwürdige Tätigkeit nicht erklären konnten, hatten allerlei spaßige Interpretationsansätze parat und posteten diese fleißig in den Videokommentaren. Das ging von Stadtstreicher bis zu Asphaltstreichler. Tatsächlich ist hier allerdings die weit weniger lustige Tätigkeit des Kratzens gemeint, welche sich hier offensichtlich in einem Kurvenbereich abspielt. Wie gesagt, ohne Worte. Was machst du da? Will was verschicken für Afrika. Ja, und was? Ein Care-Paket. Oh. Und eine lustige Tröte kommt auch noch dazu. Ein Care-Paket, vom englischen to care, für sich kümmern bzw. sich um jemanden sorgen, ist eine Warensendung, welche zivilisierte Völker in Versagerländer schicken, in denen die jeweilige Regierung zu blöd ist, seine Bevölkerung selbst zu ernähren. Vor 1980 Geborene werden sich beispielsweise noch an die Weihnachtspakete voller Fressalien erinnern, welche der verwarzten Verwandtschaft in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone eine kleine Freude in Form von Bananen und anderem Westluxus machen sollte. Zurück kam dann Spreewaldgurken. Vielen Dank dafür nochmal. Dieses spezielle Care-Paket enthält natürlich keine Nahrungsmittel, sondern eine Care-Schaufel und einen Handfeger. Jetzt sollte es klar geworden sein. Und? Tätowiert. Hat jemand eine Tätowierung oder ein Tattoo, wie unsere Freunde von der Inzestinsel sagen, ist er adjektivisch tätowiert. Ein Brüller ist es natürlich, wenn man wiederum die phonetische Nähe der Endsilbe wird mit der Sprache eines langschweifigen Einhufers ausnutzt, um ein Tattoo wirren zu lassen, wie hier geschehen. Was ein Brüller-Gag. Rolling! Nun, zur Erklärung dieses kleinen, aber feinen Schabernacks ist lediglich der Hinweis auf den visuellen Anteil dieser Szene vonnöten. Nein, sagen wir es lieber doch mal ganz deutlich. Tom bewirft hier mit Rohlingen. Rohlingen. Klar soweit. Sag mal, ist dir eigentlich klar, dass Querstreifen Pullis dick machen?
Ja, dann muss ich demnächst wohl ein bisschen weniger davon essen, ne? Ja, wen interessiert's? Wen nicht? Ein sehr subtiler Scherz hat sich am Ende dieses lauernden Wortspiels versteckt. Um diesen zu verstehen oder gar um ihn überhaupt zu bemerken, ist die Beachtung der Betonung unerlässlich. Torbens Frage, wen denn dies interessieren würde, beantwortet Torben in genialer Art und Weise gleich zweifach, und zwar in antagonistischer Sentenz. Durch die gezielte Betonung einzelner ausgewählter Phoneme der Worte wen nicht, ist bei genauem Hinhören zudem das Wort wenig zu vernehmen. Wenn auch mit der regional bedingten Endung auf ch, welche besonders im norddeutschen Raum gebräuchlich ist. Wie zum Beispiel bei der Aussprache der Wörter Zuch oder Burch. Wir hoffen, dass nun einiges klarer geworden ist und verbleiben mit einem schönen Gruß. Auf Wiedersehen!